Hallo und herzlich willkommen auf EVO2K.tv und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom WWE2K20 Community Universe, das EVOverse. Ja, ein weiterer Tag steht heute an und wir machen auch direkt mal hier bei Raw weiter. Ich hoffe, euch geht's allen gut, mir geht's auch gut und in diesem Sinne einfach mal hier in die Show reinschauen. Wir haben einen Opener, Paul Jeremiah gegen Aleister Black, hier setzt sich Paul Jeremiah durch, dann haben wir Oliver Stoneman gegen Andrade, hier setzt sich Oliver Stoneman durch. L gegen Dolph Ziggler, hier setze ich L durch. Dann haben wir Grand Blaze gegen Umberto, hier setze ich Umberto durch. Das ist überraschend. Nightmare Clownblade gegen Rey Mysterio, hier setze ich der Nightmare durch. Dann Paul gegen Kingover, hier setze ich der Paul durch. Drew McIntyre gegen Seth Rollins, hier setze ich Seth Rollins durch. Lashley gegen Joey Samuels, hier setze ich Lashley durch. Das darf nicht wahr sein. Damit bin ich wieder raus aus dem Elimination Chamber Match. Der Main Event, was uns heute anschauen werden, ist Chris Hagico gegen Randy Orton. Jo, dann schauen wir, was bedeutet das denn hier für Herrn Samuels? Also wenn Chris Hergeko gewinnt, bleibt Joey Samuels hier in der Top 5 und die Herausforderer bei Elimination Chamber. Wenn Randy Orton gewinnt, bin ich da raus. Und dann wird es so langsam dünn hier. Muss man leider sagen. Weil der Paul hat ja auch gewonnen. Paul gewonnen oder Kingover? Ich weiß gar nicht mehr. Aber auf jeden Fall wird es dann sehr, sehr spannend, weil Chris Hergeko will bei 15 bleiben. Randy Orton hätte dann 15. Werden noch interessante Tage hier im Hinblick auf den kommenden Pay-Per-View. Ich bin sehr gespannt. Und ja, jetzt erstmal Randy Orton hier auf dem Weg zum Ring. The Wipper. So, reicht. Das ist einfach nur bei Viper. Los, Herr Hergeko, gewinnen Sie mal für mich. Randy Orton has built his illustrious career on merciless in-ring offense and cunning strategies. The Viper is eager to slither to another win tonight. And man, I never get tired of watching these guys compete. And here's Randy Orton. Randy Orton going for it. And here's Randy Orton. Randy Orton has found an answer here. Ooh, what impact. He's got him covered. Very curious move to go for a pinfall at this point. He isn't going to go away that easy. Big forearm smash. Finds a way to reverse. Snap Suplex jetzt von Hergeko. Nach diesem ersten Abtasten. Und Neckbreaker von Orton. You're watching Monday Night Raw. Just breaking down the opponent. Now he's been put on the defensive. If he can hold the line here, he'll be in a good position. Nochmal Neckbreaker, diesmal ein bisschen intensiver und er lässt er sich feiern, Randy Orton. Randy Orton playing it up, but I'm not sure it's the right time or place. Over 15 years into his WWE career, there were a few firsts left for Randy Orton to conquer. But he found one when he beat Rude and captured the United States Championship for the very first time. Randy Orton looking to finish this one early. And there's the kick out. Too soon. He drives. That was nasty. So precise. Narrowly avoiding trouble. Yeah, that could be. Oh, geh einfach rein. Danke. Ja, da hat er gekontert. War er drauf eingestellt. Der Herr Orton. Der beste Wrestler der Welt. Der jemals existierte. Und
Was ist denn hier heute? Neckbreaker City oder was? Michael mentioned Randy Orton's United States title win and struck Orton form. It came out of nowhere. After a quickly intensifying rivalry, the Viper beat the Glorious One at Fastlane for the one title he had. Belly to belly. A pin attempt out of nowhere. And it's Randy Orton able to stop the count. Hat er Glück gehabt? Oh nein, es geht nach draußen. Aber er liegt in der Mitte. Eventuell gehen wir direkt wieder rein. Nein, wir liegen noch nicht in der Mitte. Aber vielleicht haben wir doch trotzdem Glück. Komm, er liegt mittig. Rein da. Rinn den Aal. Oh, Power Slam. Na gut, das ging ja. Gentlemen, this is the longest running weekly episodic television show in history. Another chapter of Monday Night Raw. Und jetzt kommt hier diese dreifache Powerbomb. Kick out. Und jetzt wäre es irgendwie episch, wenn jetzt der AKO kommt. Es kommt Spike DDT. Und da ist der AKO. Aber ich denke, da wird Hergeko noch rauskommen. Ja, Finisher verbraten. Das hat ja gelohnt hier bei dem bis 1. Oh, das sieht jetzt nicht gut aus hier für Hergeko. Ich kann ihn nur ein Comeback retten. Jetzt geht hier Reversal City ab. Orton mit einem angedeuteten Judas-Effekt. Und nächster Spike DDT. Oh,
Und jetzt passiert's. Jetzt überhaupt kein Widerstand mehr von Hergi. Ja, und Randy Orton klatscht Chris Hergico weg. Und es bleibt spannend hier, wer zu Elimination Chamber fährt. Aktuell Gully, Rollins, McIntyre, Hergico, Paul und Randy Orton. Na gut, okay. Dann werden wir hier bei Raw fertig. Und schauen uns mal an, was wir heute hier bei NXT zu sehen bekommen. Weiter geht's bei NXT mit Death Psycho gegen Keith Lee. Da setzt sich Death Psycho durch Angus Blairs gegen Carlito. Hier setzt sich Angus Blairs durch. Also bei Carlito läuft's überhaupt nicht. Victor Phoenix gegen Velveteen Dream. Hier setzt sich Victor durch. Dann Roderick Strong gegen Gargano. Hier setzt sich Gargano durch. Aiden Calipay gegen den Iceman. Hier setzt sich Aiden Calipay durch. Shade gegen den Colonel. Hier setzt sich der Colonel durch. Finn Balor gegen Adam Cole. Hier setzt sich Adam Cole durch. Wesley Malcolm Riggs gegen Michael Adams. Hier setzt sich Michael Adams gegen den Champion durch. In dem Main Event, was wir uns anschauen werden, ist Black Dragon gegen Crimson Shaw. So. Dann warten wir auf den Dragon. Ja, für den wird es schwierig, noch eine Rolle hier zu spielen. Also er muss auf jeden Fall Gas geben. Wenn Dragon Glück hat, dann könnte er noch ein Championship-Match bekommen bei WrestleMania. Aber da muss er sich jetzt richtig strecken. Also er muss auf jeden Fall 9 Punkte aufholen auf Ciampa. Weil nach Elimination Chamber gibt es ja keine Rückmatches mehr. Und, ja, der Colonel kämpft. Boah, nee, ich glaube, das wird nichts mehr. So, mein Hund am Bellen mal wieder. Warte mal, wir haben Ciampa mit 24 Punkten derzeit. Wir haben den Colonel mit 21 Punkten, der Iceman 18 und Dragon steht momentan bei 15. Beziehungsweise der Colonel hat ja heute wieder gewonnen. Ja. Wird schwierig. Also unmöglich ist es nicht. Es sind ja immer noch jetzt hier 7 Wochen-Shows mit der hier. Also mal gucken. Also 21 Punkte wären noch zu holen. Aber ich glaube, wenn er jetzt hier nicht gewinnt, dann sieht es düster aus. Gorilla press slam way up there. That is definitely it. Gets him with a counter. Clothesline bringt Crimson Shaw dann jetzt zu Boden. Den finde ich cool, den Running Move. Bringen wieder mit der Clothesline. Is hammering away. Ruthless.
aggression, just pure brutality. Come on, easy. This could be dangerous. Oh, man. Here's the cover. Aktuell auf jeden Fall noch ein offener Schlagabtausch. Jeder zeigt seine Aktion. Aber bis 2 geht's dann noch nicht. Wirken jetzt schon mit dem Comeback, alles klar. Oh, und da No-Selling. War hier wieder Undertaker jetzt. Muss Dragon jetzt erstmal nach draußen. Jetzt wird wieder eine längerfristige zähe Angelegenheit. Danke, es geht doch, es war ja jetzt okay. Wenn man bis 5 draußen was macht, ist das okay. Und Blackness! Aber das reicht noch nicht. Das ist sowieso Roadbreak. Der Luva-Kick geht schief. Heißt also, Dragon hat gerade wieder ein Signature oder sowas angesammelt. Wieder Rope Break. Black Rope Breaker Dragon. Und Lou Test Press. Kick out, das war knapp. War aber kein Widerstand. Und da wird aber ein Widerstand garantiert sein. Schwer zu sagen, ob der jetzt so rausgekommen ist oder ob das Widerstand war. Ich glaube, der ist so rausgekommen. Clothesline nach draußen. Nein, schmeißen wir in den Ring. Jetzt.
Also zumindest geht es hier ein bisschen ab, wie die sich draußen prügeln. Diese Choke-Close-Line. Der Dragon hat keine Lust mehr, geht jetzt rein. Wieder kein 3-Count, was war zu erwarten? Northern Light Suplex. Jetzt wird der Dragon zum Stier. Und nächsten Lutez Press. Und der reicht. Ja, Black Dragon. Unspektakuläres Ende. Ja, keine Ahnung. Ich fand das Match eigentlich bis zum letzten Zeitpunkt ganz okay. Aber auf jeden Fall, er holt die wichtigen 3 Punkte, um hier noch bei WrestleMania eventuell im Main Event zu stehen. Ja, da würde ich sagen, war es das hier mit unserem NXT Main Event. Dann gehen wir mal weiter und schauen, was wir zum Abschluss bei SmackDown zu sehen bekommen. So, dann sind wir bei SmackDown mit Florian Patch gegen The Miz. Da setzt sich der Florian durch. Brad Cage gegen Baron Corbin. Hier setzt sich Brad Cage durch. Arc Enemy gegen Nakamura. Hier setzt sich wieder Nakamura durch. Dann haben wir Sheamus gegen Matt Riddle. Hier setzt sich Matt Riddle durch. Das ist erstaunlich. Jack Pierce gegen Gregory B. Wright. Da setzt sich Jack Pierce durch. Mike Leroy gegen den Royal Rumble-Sieger Lunatic Drago, der setzt sich auch durch, der Rumble-Sieger. Rex D-Ray ist gegen Daniel Bryan, hier setzt sich Daniel Bryan durch. Mark Barrett gegen Braun Strowman, hier setzt sich Braun Strowman durch. Und der Main Event, er ist zurück. Bray Wyatt, wie in der Realität, wird jetzt auch natürlich hier Bray Wyatt im Evoverse mehrere Charaktere spielen. In diesem Sinne, viel Spaß dabei, David Leo Nightmare gegen Bray Wyatt. So, dann sind wir bei SmackDown. Und als erstes kommt David Nero Nightmare. Ja, der auch noch darum kämpft, um hier bei Elimination Chamber dabei zu sein. Kann jetzt auf jeden Fall einen großen Schritt machen, nachdem ja Mike Leroy verloren hat. Können dann 6 Punkte Vorsprung haben. Denn das ist schon ein Fakt. Lunatic Drago wäre auf jeden Fall nicht beim Elimination Chamber Match dabei, denn der hat ja sein WrestleMania Match. Heißt also, es ist die letzte Chance für Mike Leroy, dass er sich hier für Elimination Chamber qualifiziert. Er muss eigentlich hoffen, dass jetzt Bray Wyatt, der jetzt gerade hier wieder zum Ring kommt, der Entfiendete, dass der jetzt gegen David Nero Nightmare gewinnt. Und dann wäre Bray Wyatt punktgleich mit David Nero Nightmare. Lange nicht mehr gesehen, den Einzug von Bray Wyatt. Sein Comeback dieses Jahr im Evoverse. Ach Gott, ich liebe diesen Song. Allein wegen dem Song müsste man eigentlich Extreme Rules gucken. Ja gut, okay, ich denke mal, es weiß ja jeder, wie Bray Wyatt zum Ring kommt. Oder? Ne, komm, wir gucken uns jetzt mal den Einzug von Bray Wyatt, den ziehen wir uns jetzt hier komplett rein. Nein, tun wir nicht. So, ich bin gespannt. Ja,
Ja, auf jeden Fall mal der bessere Beginn von David New Nightmare. Blue Screen. Blue Screen. Cool. Ja, gut, okay. Kann man mal so machen. Ich weiß nicht warum, das haben wir letztes Mal schon mal. Dann starten wir das Ganze halt mal neu. So, ich habe jetzt auch mal die Arena geändert, weil die jetzt schon zum zweiten Mal in kurzer Zeit für einen Blue Screen gesorgt hat. So, diesmal startet Bray Wyatt besser. Wir haben ja sagen müssen, das ist schon wieder hier der andere Bray Wyatt. Das ist ja nicht mal der Wyatt Family Wyatt. Der aus der Ära mit Woken. Wie hieß das Tag Team? The Leaders of Worlds. Ich bin sowieso mal gespannt. Ich glaube, durch diese ganze The Leaders of Worlds Geschichte ist ja auch eine Freundschaft entstanden zwischen Bray Wyatt und Matt Hardy. Ich denke mal schon, dass da privat ein bisschen geredet wird, wie es so bei AEW ist und was so Bray Wyatt da an kreativer Freiheit bekommen könnte. Kickout bei 1. Da steht er direkt schon wieder. Aber kann da kein Kapital rausschlagen. Jetzt steht er auf. Und jetzt mit dem Crossbody. Trigger. Aber da kommt Bray Wyatt raus. Keine Soforterholung. Und jetzt gibt's den Drive-By. Wieder Kick aus. Wenn er jetzt clever ist, der New Nightmare, haut er direkt sein Comeback rein. Uranagi. Ich glaube nicht, dass das jetzt so zielfördernd ist. Ja, der hat ja nicht so viel eingesteckt. Bei 2 kommt er, schon kurz vor 2 kommt er raus.
Oh, und das sieht nach Sister Abigail aus. Finde ich auch gut, dass die Haare so realistisch sind und auch nach unten hängen. Kickout von David New Nightmare. Und gerade ist Bray Wyatt ziemlich am Drücker. Edward. Was ist gerade mit David New Nightmare los? Da kommt ja überhaupt nichts. Doch jetzt mal wieder, auf Ansage. Ja, aber trotzdem ist es schon wieder dahin. Und wieder ausgewichen. Ich glaube, wenn da jetzt nichts kommt, dann war es das gleich. Und nochmal der Uranagi. Wieder der Kickout. Und diesmal nicht aus der Ecke. Ja, und Bray Wyatt fertigt dann in der zweiten Matchhälfte mal komplett den, ja, David New Nightmare ab. Das war mal mein Comeback hier als Bray Wyatt. Also der Fiend war, glaube ich, nie so dominant. Und der hat gerade mal nur 82er Attribute. Ich habe den nicht mehr bei SmackDown eingeteilt. Tja, damit bleibt David New Nightmare im, Mike Leroy im Rennen um das Championship Match. Es bleibt spannend hier im Kampf um das letzte Ticket bei Elimination Chamber. Ja Leute, wenn euch dann heute die Evos-Ausgabe wieder gefallen hat, dann lasst dem Video doch mal wieder einen Daumen nach oben da. Schreibt mir euer Feedback wieder in die Kommentare, was ihr gut fand, was ihr schlecht fandet. Links zu meinen Social Media Accounts in der Videobeschreibung. Facebook, Twitter, Instagram, Link zum Twitch-Kanal. Kommt dort gerne mal vorbei. Jeden Tag ab spätestens 18 Uhr. Ein neuer Livestream mit GTA-RP auf Lucky 5, meiner Rolle als Brian Copley. Ansonsten heute um 18 Uhr noch eine neue Folge vom AEW 2K19 Community Universe auf Knights of Gaming. Schaut auch da gerne mal vorbei. Und ansonsten bleibt alle gesund. Danke fürs Reinschauen. Bis zum nächsten Video. Macht's gut und ciao.